Einladung generell. Ich bleibe hier ein bisschen vorne, um hier an dem rumdrücken zu können. So, okay. Bei mir geht es um Videoüberwachung und zwar so ein bisschen um die Hintergründe davon. Wurde ja schon gesagt, ich bin Jurist, ich bin auch Kriminologe und das ist so ein bisschen der Blick, den ich darauf habe. Wovon sprechen wir denn, wenn wir von Videoüberwachung sprechen? Das eine ist ja, es gibt staatliche Überwachung und das interessiert uns normalerweise. Es gibt aber auch die private Videoüberwachung und obwohl die immer schwer einzuschätzen ist und schwer zu messen ist, wie viel es davon gibt, kann man sagen, dass beide diese Formen deutlich zunehmen und das auch weiterhin tun. Bei der staatlichen Videoüberwachung geht es normalerweise um öffentliche Plätze und öffentliche Räume. Bei der privaten Videoüberwachung natürlich eher um dann die Geschäfte, Banken, Tankstellen, Flughäfen, Bahnhöfe der Leute. Ich finde es aber auch immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, dass im Zweifel die staatlichen Stellen natürlich auch auf die Daten der privaten Videoüberwachung zugreifen wollen und das auch dürfen. Das heißt, das vermischt sich so ein bisschen. Außerdem ist natürlich den meisten Leuten egal erstmal, wer diese Kamera da aufgehängt hat. Das wissen die auch gar nicht. Die sehen erstmal nur, dass da eine ist. Zu der grundsätzlichen Entwicklung nur ganz, ganz schnell. Im Prinzip gibt es staatliche Videoüberwachung seit Ende der 50er in Deutschland. Da war das vor allem eine Frage der Verkehrskontrolle und Verkehrsüberwachung. Mitte der 70er hat sich das dann weiter verbreitet, ist flächendeckend geworden. Seit den 90ern gibt es das unter diesem Gesichtspunkt Strafverfolgung und Gefahrenabwehr und sowas. Und heute nimmt das auch weiter zu. Allerdings muss man auch feststellen, dass es nicht so ein Ausmaß erreicht hat, so eine Explosion wie in anderen Ländern, beispielsweise in Großbritannien, wo das einen ganz extremen Anstieg hatte. Das ist in Deutschland bisher nicht passiert. Ich habe auch das Gefühl, dass die Diskussionen, die wir zurzeit führen, nicht darauf hinlaufen, dass es so eine flächendeckende Überwachung wird. In manchen Stadtteilen von London zum Beispiel haben die nach Schätzungen mittlerweile eine Überwachungsdichte von über 90%. Das ist hier in Deutschland zurzeit nicht so das Thema. Es geht eher um die Qualität und die Art der Überwachung. Gut, ich möchte mal kurz sagen, was die Ziele von Videoüberwachung offiziell sind. Das ist ja so, als Überbegriff wird natürlich immer Sicherheit genannt. Also eine Kamera, eine Videoüberwachung soll immer der Sicherheit dienen. Wie das genau funktionieren soll, ist aber, das kann man nochmal in drei Teile aufteilen. Einmal ist klar gemeint die Prävention, also solche Sachen wie, da eine Kamera aufzustellen, soll dazu führen, dass hier dann in Zukunft weniger Straftaten begangen werden. Es wird auch immer genannt, also die Kriminalität soll sinken insgesamt. Es wird auch immer sowas gesagt wie, wenn wir Anschläge verhindern wollen oder sowas, brauchen wir Kameras. Da geht es also darum, dass die Sachen der Prävention dienen sollen. Es gibt aber auch noch zwei andere Sachen, und zwar einmal das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen zu stärken, dass sie einfach weniger Angst haben und die Angst abbauen. Also selbst wenn wir die Kriminalität nicht senken könnten, dann soll Videoüberwachung immer noch dazu dienen, offiziell, dass die Menschen sich sicherer fühlen. Und drittens, der letzte Punkt, ist die Strafverfolgung. Also auch wenn wir es nicht geschafft haben, Straftaten zu verhindern und unabhängig davon, wie die Leute sich fühlen, sollen wir diese Straftaten aufklären können. Das ist ja auch ein sehr naheliegender Gedanke, für viele Leute einleuchtend, indem wir diese Aufnahmen haben und die uns nachher angucken können. Das sind also die Ziele. Und jetzt möchte ich ein bisschen drüber reden, inwieweit das denn funktioniert. Ich finde das nämlich immer, das geht oft ein bisschen unter. Also diese Sachen lassen sich doch überprüfen, ob diese Zwecke erreicht werden oder nicht. Und das haben auch schon viele Leute versucht. Das kommt aber oft in der öffentlichen Debatte weniger vor. Da geht es dann oft darum, das ist einfach so. Viele Leute nehmen das an. Deswegen will ich einen kurzen Überblick darüber geben. Ich versuche mich da möglichst kurz zu halten, weil es da sehr, sehr viele Studien dazu gibt, die auch nicht so einheitliche Ergebnisse haben, aber nur die wichtigsten Erkenntnisse hier im Überblick. Das eine ist, dass diese Abschreckungswirkung, die lässt sich einfach nicht nachweisen. Das ist der Stand der Forschung zurzeit. Manchmal, in manchen Studien gibt es zwar einen gewissen Effekt, dass es weniger Straftaten gibt danach, dazu sage ich gleich noch was. Manchmal hat es aber auch den Effekt, dass es danach mehr Straftaten gibt. Das ist also überhaupt nicht klar, inwieweit eine Videokamera dazu führt, dass hier weniger Straftaten begangen werden. Dieses Bild, dass jemand tatsächlich dann dahin geht und sagt, ah, das ist jetzt eine Kamera, da begehe ich meine Straftat nicht, das scheint aber nicht zu stimmen. Da, wo irgendeine Wirkung sichtbar ist, also wo Videoüberwachung überhaupt dazu geführt hat, dass weniger Straftaten begangen werden. Und das ist ja, also diese Studien sind teilweise Deutschland, international und ganz viel eben England, weil die da viel Erfahrung damit haben. Da ist es so, dass die positive Wirkung davon sich ganz, ganz eng beschränkt auf ganz bestimmte Straftaten. Also zum Beispiel sowas wie Sachbeschädigung oder Diebstahl aus Fahrzeugen, die auf Parkplätzen stehen. Sowas kann man offenbar
unter bestimmten Umständen verhindern, indem man da Kameras aufbaut. Andere Sachen, ganz wichtig ist zum Beispiel, dass Gewaltstraftaten dadurch nicht sinken, durch Videoüberwachung. Also da können wir offenbar so viele Kameras hinmachen, wie wir wollen. Das hat diesen Effekt nicht. Und so ein Beispiel davon war zum Beispiel, fand ich, das ging ja dann unter dem Stichwort U-Bahn-Treter so ein bisschen durch die Medien. Da ist ein Mensch, der natürlich vor einer Kamera eine Straftat begeht, weil es ihm in dem Moment ganz offensichtlich völlig egal war, wer das sieht und wer das mitbekommt. Solche Sachen können wir mit noch so vielen Kameras nicht verhindern. Achso, ein anderer Effekt davon ist noch, dass diese Wirkung, wenn teilweise bestimmte Straftaten zurückgehen, oft schnell wieder verpufft. Also man hängt Kameras auf und sagt dann, hier ist jetzt Videoüberwachung, dann geht vielleicht in gewisser Hinsicht die bestimmte Kriminalität erstmal zurück, also eben Diebstahl. Das nimmt dann aber, dieser Effekt lässt wieder nach. Also es könnte zum Beispiel ein Hinweis darauf sein, dass der Effekt eigentlich von dieser Ankündigung ausgeht und nicht so sehr von der Kamera selbst. Es gibt auch den Effekt der räumlichen Verdrängung, der ist nicht so ausgeprägt, aber es gibt zum Teil den Effekt, dass dort, wo die Kriminalität gesenkt wird, woanders dafür mehr Straftaten begangen werden. Also unmittelbar nebenan. Das ist ja auch eigentlich logisch, wenn man sich überlegt, was der Effekt sein soll. Jemand sagt, hier ist eine Kamera und hier möchte ich keine Straftat begehen, dann geht er eben eine Straße weiter. Und der letzte Effekt hier ist, dass meistens noch andere Faktoren mit reinspielen. Also selbst wenn Videoüberwachung irgendwo dazu führt, dass weniger Straftaten begangen werden, beziehungsweise wenn das in den Studien so rauskommt, dann ist es meistens zusammen mit anderen Sachen wie besserer Beleuchtung. Das ist unglaublich mächtig, einfach eine Lampe hinzustellen, geht meistens einher, kann man also gar nicht so genau isolieren. Der zweite Punkt, hatte ich gesagt, soll das Sicherheitsgefühl sein. Also, dass es zumindest den Leuten das Gefühl gibt, dass es jetzt sicherer geworden ist. Zuerst muss man feststellen, dass tatsächlich es eine relativ hohe Akzeptanz gibt, wenn man das so abfragt. Also viele Leute sind dafür, dass es mehr Kameras gibt oder sind dafür, dass es an bestimmten Orten Kameras gibt oder sind der Meinung, dass Kameras auf jeden Fall nicht schaden können. Gleichzeitig ist es aber so, widerspricht dem eigentlich, aber selbst diese Leute in diesen Umfragen fühlen sich nicht sicherer, weil es irgendwo eine Kamera gibt. Also diesen Effekt haben wir auch nicht so nachgewiesen in der Forschung. Stattdessen ist es eher so, dass die Leute, wenn sie das Gefühl haben, das ist eine vertraute Gegend, dann fühlen sie sich sicher. Oder hier ist es sauberer. Oder wieder der Punkt mit der Beleuchtung. Solche Sachen. Nicht unbedingt die Kameras. Und das geht zurück auf eine Kernerkenntnis in der kriminologischen Forschung, dass die Angst vor Kriminalität und das Sicherheitsgefühl einfach nicht rational sind. Die Leute haben nicht Angst vor Straftaten, weil wirklich hier eine statistisch höhere Wahrscheinlichkeit besteht, Opfer von einer Straftat zu werden, sondern das ist eine ganz subjektive Sache, die oft ganz willkürlich funktioniert und oft überhaupt nicht damit einhergeht, wie die Lage in Wirklichkeit ist. Das heißt, es gibt eigentlich auch keinen Grund anzunehmen, dass die Leute sich sicherer fühlen, wenn da eine Kamera ist. Es gibt zum Beispiel auch den gegenteiligen Effekt, ist ja klar, wenn du eine Kamera aufhängst, dann sind viele Leute der Meinung, dass dieser Ort wirklich gefährlich ist, sonst wäre da ja keine Kamera und dann haben sie nachher mehr Angst. Und der letzte Punkt bei der Frage der Wirksamkeit war, dass ich gesagt hatte, es geht ja auch um Strafverfolgung. Das finde ich doppelt interessant, weil viele Leute ja auch, die eigentlich skeptisch gegenüber Überwachung und Videoüberwachung sind, trotzdem der Meinung sind, das funktioniert aber. Also das ist einfach so einleuchtend, wenn ich eine Sache aufgenommen und gefilmt habe, dann hilft mir das doch nachher, Straftaten aufzuklären. Gleichzeitig ist das Argument meiner Meinung nach auch ein bisschen fehl am Platz in diesem Diskurs. Also wenn Kameras mehr Sicherheit herbeiführen sollen und wir reden hier von Straftaten, die aufgeklärt werden, dann ist das gar kein Sicherheitsargument. Wenn man sich es ganz genau anschaut, ist das ja dann, also die Bestrafung und Verfolgung von Straftaten, bezieht sich auf Straftaten und auf Anschläge, die bereits passiert sind. Das kann also nicht dazu führen und das muss eigentlich auch jedem ersichtlich sein, dass eine Kamera, die kann keinen Anschlag verhindern. Das kann die nicht leisten und das gehört in diese Debatte gar nicht rein, wird aber oft so vermischt, deswegen dazu auch noch kurz was. Auch da gibt es tatsächlich keine nachgewiesene Steigerung der Aufklärungsrate. Das ist auch nicht so, dass dann allgemein mehr Straftaten aufgeklärt werden und eine bessere Aufklärungsquote besteht, wenn man eine Kamera hat. Die Gründe dazu sind nicht so ganz klar. Es kann aber, es ist zum Beispiel oft so, dass es falsch verstanden wird, wenn die Ermittlungsarbeit sich verändert. Das hatte ich neulich wieder irgendwo gewesen. Da sagt also ein Journalist, ja, die Aufklärungsrate steigt, weil jetzt bei einem höheren Anteil von Fällen Videomaterial angewendet wurde. Das bedeutet aber doch gar nicht, dass insgesamt mehr Fälle aufgeklärt wurden. Das bedeutet nur, dass die Ermittler, wenn sie einen Fall haben, gerne Videomaterial benutzen. So, aber die Aufklärungsquote insgesamt steigt nicht. Wir klären genauso viele Fälle auf wie vorher. Ein Grund könnte zum Beispiel sein, dass diese enormen Materialmengen, die da anfallen,
überhaupt nicht realistisch gesichtet werden können. Also das alles auszuwerten als Mensch ist teilweise gar nicht möglich. Eine andere Sache ist, dass einfach der Wert dieses Materials oft überschätzt wird. Also dann hat man da ein Bild von Leuten, die maskiert sind, das hilft dann nichts. Oder man hat ein Bild und es ist super dunkel und man erkennt niemanden. Also nur weil man etwas gefilmt hat, hilft das nicht unbedingt, die Straftat aufzuklären. Das heißt, wenn ich das kurz zusammenfassen kann, ist es so, dass in der Forschung auf jeden Fall eine Wirksamkeit von Videoüberwachung nicht belegt ist. Das bedeutet nicht, dass es keine Studie gibt, in der nicht irgendwo ein positiver Effekt auftritt. Das habe ich ja auch schon gesagt. Die muss man sich dann aber sehr genau angucken. Und im Großen und Ganzen ist das hier die Erkenntnis, die wir festhalten können und müssen. So, jetzt bin ich also der Meinung, dass das Schaffen von mehr Sicherheit durch Videoüberwachung, das scheint ja eher eine rhetorische Figur zu sein als eine empirische Wirklichkeit. Und das ist eigentlich auch schon hinlänglich bekannt. Auf jeden Fall gibt es Möglichkeiten, viele Möglichkeiten, dieses Ziel Sicherheit und all diese Ziele, die da aufgelistet werden, mit anderen Mitteln besser und effizienter hinzubekommen. Da frage ich mich also, warum Videoüberwachung so beliebt ist. Und zwar nicht nur, also einerseits, da kann man sich natürlich drüber streiten, aber zum Teil in der Bevölkerung, vor allem aber auch in der Politik und bei den Sicherheitsbehörden. Und ich glaube, ich habe da zwei Erklärungsansätze, warum das so sein könnte. Das eine hat damit zu tun, wie Sicherheitspolitik in der Realität gemacht wird, wie das funktioniert. Und das andere ist, auch was nachher noch unser Thema sein wird heute Abend, die Frage der technischen Möglichkeiten, die damit einhergehen. So, das eine war, ich will das ganz kurz einordnen, Videoüberwachung ist Teil von dem, was wir präventive Sozialkontrolle nennen. Also das sind lauter Mechanismen, die greifen sollen, bevor ein bestimmtes unerwünschtes Ereignis passiert. Und da haben wir, das nur ganz kurz als Überblick, das kann man machen, nachdem das Ereignis passiert ist, damit sich das nicht wiederholt. Man kann es machen, wenn man weiß, dass es ein bestimmtes Risiko gibt, das ist zum Beispiel mit den gefährlichen Orten Cottbusser Tor oder so, dann muss man hier Präventionsmaßnahmen ansetzen. Man kann das ganz allgemein machen als Vorbeugung, wenn man zum Beispiel Leuten erklärt, wie sie ganz allgemein sich vor Taschendiebstahl schützen können oder so, unabhängig davon, wo sie sind. Und man kann es noch einen Schritt, wenn man noch einen Schritt nach vorne geht, ist es eine Frage der Risikoermittlung. Also wie finden wir überhaupt raus, welche Risiken bestehen? Und mein Problem mit diesem Ganzen, ich nenne das hier die Logik der Prävention, ist das gilt ja nicht nur für Kriminalität, das gilt für alle Bereiche unserer Gesellschaft. Also ob das jetzt darum geht, Kindern im Kindergarten zu helfen, schon ihre Arbeitsperspektiven auf dem Arbeitsmarkt später auszunutzen. Oder in der Gesundheit. Gesundheitsvorsorge ist natürlich ein Riesenthema. Also das durchzieht die komplette Gesellschaft. Und das ist das, was man so als Risikogesellschaft bezeichnet. Also wir leben in einer Gesellschaft, die darauf bedacht ist und deren oberste Priorität ist es, alle Risiken, die sie kennt, zu minimieren und keine mehr zuzulassen. Also wir ertragen das überhaupt nicht mehr, dass es irgendwo irgendwelche Risiken gibt. Wir wollen das alles verhindern, bevor es passiert. Also eine Straftat aufzuklären, nachdem sie begangen wurde, das erschließt sich vielen Leuten gar nicht mehr, was daran der Sinn sein soll. Es muss alles vorher passieren. So, und das hat bestimmte Konsequenzen, weil damit geht natürlich ein bestimmtes Versprechen an die Bevölkerung einher, dass man das auch macht, dass man das tut, dass man die Bevölkerung schützt und dass man diese Sachen durch Sicherheitspolitik auch umsetzen kann. Dass diese Risiken, die man die ganze Zeit heraufbeschwört, auch kontrolliert werden können. Und gleichzeitig, also da entsteht dann meiner Meinung nach was ich als, hier habe ich das, als sicherheitspolitischer Aktionismus bezeichne. Also hier ist Busch drauf, wie er was unterschreibt und alle freuen sich. Und das ist so ein bisschen das, wie das die ganze Zeit läuft. Also man muss beweisen, dass man irgendwas getan hat. Welche Wirkung das hat, das ist dann gar nicht mehr so wichtig, solange das suggeriert, dass mehr Sicherheit dadurch geschaffen wird. Und das ist zum Beispiel was, wofür Videoüberwachung eigentlich prädestiniert ist, weil ich gesagt hatte, er weist genau die beiden Sachen auf. Die Leute haben das Gefühl, dass es was hilft oder denken, dass es was hilft und man kann es relativ leicht umsetzen und machen. Was das dann später tatsächlich für Konsequenzen hat, interessiert an der Stelle nicht, weil es wurde erstmal was getan. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass die Probleme wirklich an der Ursache anzugehen, also wenn wir gucken, das sind dann Terrorismus und Kriminalität, aber auch Drogenabhängigkeit und Armut und Obdachlosigkeit, diese Probleme wirklich zu beheben oder überhaupt anzugehen, würde wahrscheinlich sehr schwierig, würde viel mehr Aufwand erfordern und wahrscheinlich eine ganz andere Sozialpolitik, als es derzeit gibt. Das andere ist, dass durch diese Form von Sicherheitspolitik und sozialer Kontrolle ausgrenzende Effekte erreicht werden. Das heißt, dass zum Beispiel
diese Verdrängungseffekte, von denen ich vorher besprochen habe, dass eine bestimmte Straftat dann woanders begangen wird. Das kann ja genau der gewünschte Effekt sein, dass man sagt, bestimmte Menschengruppen, gerade obdachlose Menschen und arme Menschen und Drogenabhängige, die nicht schön sind für das Stadtbild der Innenstadt, da kann man mit Videoüberwachung, hofft man jedenfalls darauf einwirken, unabhängig davon, ob das, was das für die Sicherheit bedeutet, dass man diese Menschen nicht mehr sieht. Das ist dann zusammen in einem Konzept, das ist sowas wie Defensive Architecture, also Architektur, dass Menschen nicht mehr auf den Bänken schlafen können in der Öffentlichkeit. Und dazu gehört Videoüberwachung auch, also eine Politik der Ausgrenzung. So, und der zweite und dann letzte Punkt, den ich habe, ich will nochmal hier drauf, also diese Frage mit der Risikoermittlung, dass wir, bevor wir überhaupt wissen, was wir machen müssen, was die Gefahr ist und wie wir da Präventionsmaßnahmen ergreifen können, dass wir sagen, wir müssen erstmal die Risiken ermitteln. Das ist zurzeit total in. Also dass man zum Beispiel rausfindet, statistisch gesehen, da gibt es ja ganz viele Sachen, lass uns mal auswerten, was für Menschen überhaupt Risiken darstellen. Wann stellt ein Mensch ein Risiko dar? Welches Verhalten stellt Risiken dar und wird später dazu führen? Also man kann zum Beispiel in den USA ist ein bisschen weiter fortgeschritten, da wird dann also in der Polizei ist das angegliedert, da kann man die ganzen Social-Media-Daten und die Lebensdaten und Credit Score und finanzieller Status von den Menschen einspielen. Und das Programm sagt einem dann, und also Wohnort kommt auch noch dazu, wie hoch das Risiko für den Menschen ist, dass er später erschossen wird oder sowas, ne? Weil man das dann alles da ermitteln kann. Dazu muss man aber die Faktoren kennen, die Risiken darstellen. Also dass zum Beispiel jemand, der arm ist oder wirtschaftlich in einer schlechteren Situation ist, das ist häufig so, dass das ein höheres Risiko darstellt für Kriminalität oder Gewalt. Und wenn man alle diese Faktoren kennt, kann man das besser ausrechnen. Und da kommt meiner Meinung nach jetzt die Videoüberwachung nochmal auf einer anderen Ebene ins Spiel, vor allem die intelligente Videoüberwachung. Ich hatte vorher auch gesagt, wenn ein Problem ist, dass wir diese ganzen Daten gar nicht mehr alle auswerten können als Mensch. Ein Computer, ein Programm kann das aber vielleicht, eine Maschine. Und diese intelligente Videoüberwachung kann zum Beispiel, indem sie das Verhalten von Menschen analysiert und erkennt, viel eher Risiken identifizieren, das ist jedenfalls die Hoffnung vieler Leute in der Sicherheitspolitik, als dass ein Mensch kann. Die kann also rausfinden, die Maschine, ob dieser Mensch überhaupt eine Gefahr darstellen wird. Wie stellt denn zum Beispiel ein Tourist seine Tasche ab, wenn er die vergessen hat? Und wie stellt ein Terrorist seine Tasche ab, seinen Koffer, wenn er das jetzt in die Luft sprengen will? Wie guckt ein Mensch, wenn er, also dass man die Emotionen rausfindet? Wie sieht das Gesicht von dem Menschen aus, wenn er gerade gleich eine Straftat plant und so? Also da haben wir gigantische neue Möglichkeiten, die technisch sind. Das geht mit der Überwachung, mit der Videoüberwachung sehr gut. Ja. Muss gar nicht unbedingt direkt in eine höhere Sicherheit, das hatte ich ja gesagt, einfließen. Aber es ist eine Möglichkeit, Daten zu generieren, die wir auswerten können auf eine Art und Weise, die es früher nicht gab. Okay, ich glaube, so viel würde ich erstmal dazu sagen. Alles klar, vielen Dank, Benjamin. Und wir haben noch eine ganze Menge Zeit für Fragen und Antworten von Benjamin. Fragt Benjamin, was ihr gerne zur Videoüberwachung wissen wollt. Ich komme zu euch mit dem Mikro, zeigt mir ganz kurz. Ach ja, hier ist eine Frage. Hallo, du hast ja so ganz schöne Sachen also erzählt, dass es da ganz viel Forschung gibt. Ich habe auch schon mehrmals vor Podiumsdiskussionen mir das alles dann irgendwie probiert zusammen zu googeln. Kennst du eine Auflistung? Also weil wenn es das gibt, das wäre halt, glaube ich, echt cool für Menschen, die das irgendwie vertreten wollen in der Öffentlichkeit oder da irgendwie Argumente bauen wollen, so eine Zusammenfassung von Studiensergebnissen, dass man das irgendwo hat und sich nicht selber suchen muss? Ja, das Schwierige daran ist, also ja, habe ich, sage ich auch gleich ein paar, aber das Schwierige daran als Warnung vorweg ist immer, dass diese Sachen eben sich nicht unbedingt so leicht erschließen. Also da muss man vielleicht auch den entsprechenden Hintergrund haben. Also nur die Zusammenfassung zu lesen, ist manchmal gefährlich. Okay, aber wenn das klar ist, dann gibt es zum einen auf der Seite zum Beispiel von Digital Courage. Die haben da, glaube ich, so eine Materialsammlung gemacht, genau zu der Forschung. Ich glaube, bis vorletztes Jahr Sachen drin, so. Natürlich auch ausgesucht, was ihnen halt gerade passt, aber das ist klar. Es gibt ein paar Bücher dazu. Es gibt zum Beispiel von Peer Stolle, ein Buch, wo er diese ganze Statistik bis 2015, also diese ganzen Sachen auswertet. Das sind so zwei Punkte, wo man mal anfangen kann. Und es gibt, aber das ist dann sehr zusammenfassend, es gab neulich, glaube ich, in NRW eine Anhörung im Landtag zu diesem Thema und da hat Thomas Feltes,
Professor für Kriminologie auch eine Stellungnahme zugeschrieben, wo er meiner Meinung nach sehr viele so einen Überblick versucht hat zu geben. Ja. Alles klar. Gibt es weitere Fragen? Hier. Ja, danke. Diese Ziele, die du gesagt hast, die ja aktuell anscheinend nicht wirklich erreicht werden, die scheinen ja irgendwie auch zusammenzuhängen. Also insbesondere, wenn ich mir jetzt sowas hier anschaue und wir würden jetzt einfach mal annehmen, dass so ein Computer es vielleicht auch schafft, diese Datenmengen alle auszuwerten und auch korrekt auszuwerten, dann könnte das ja dazu führen, dass es tatsächlich zu mehr Festnahmen kommt. Und das könnte dann dazu führen, dass es tatsächlich auch zu einem Ablassen von Straftaten kommt, die dann wiederum dazu führen, dass tatsächlich Sicherheit steigt. Meinst du, da ist was dran oder gibt es da, also übersieht man da quasi noch was? Ja, das finde ich ein super Punkt, dass du ihn nochmal aufbringst. Also die Frage ist ja, möglicherweise mit diesen ganzen technischen Voraussetzungen kann es dazu kommen, dass wir irgendeine Form von Videoüberwachung finden, die tatsächlich etwas bringt, in Anführungszeichen, nach diesen Zielen. Ja, dann müssen wir uns aber erstens, also gleich komme ich dazu, ob das dann überhaupt geht, aber dann müssen wir uns trotzdem doch fragen, ob man das überhaupt will. Also die Sachen muss man immer zusammendenken, finde ich. Man darf das nicht isolieren. Also manche Leute sagen immer nur, ich hatte das jetzt zusammengefasst. Es gibt ja immer diese ganze Diskussion Freiheit gegen Sicherheit und so. Und ich finde, die stellt sich dann bei der Videoüberwachung gar nicht so. Man muss das immer zusammendenken. Ja? Man kann Sicherheit und Freiheit haben. So, wenn jetzt Videoüberwachung also möglich wäre, zum Beispiel durch eine extrem intelligente Videoüberwachung und so, dass sie ganz viel Material auswerten würde, dann hätten wir immer noch das Problem der Überwachungsdichte. Also damit Videoüberwachung funktioniert, wenn du diese Verdrängungseffekte mit einbeziehst, ja, und die Tatsache, also dann müsstest du eine extrem hohe Überwachungsdichte haben, nahezu 100%, damit es diesen Effekt hätte. Und ich glaube, das wäre aus ganz vielen anderen Gründen problematisch. Gleichzeitig wäre es dann trotzdem so, dass es relativ leicht ist, wenn das bekannt ist, sich dem zu entziehen. Also ich hatte schon gesagt, mit Masken, also wer mal so ein Überwachungsvideo von einem Banküberfall oder wo ein Geschäft ausgeraubt wurde gesehen hat, der weiß, dass das wahrscheinlich nicht viel bringt. Also wenn die Menschen, die haben dann halt eine Maske an und so, dann kann man da nicht viel rausfinden. Das Gleiche gilt für die allermeisten Orte, an denen sonst also nachts draußen irgendwelche Straftaten begangen werden oder so. Dann geht es noch weiter. Ja. Die Straftaten, von denen wir hier sprechen, das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil der Taten, weil wir können ja nur von Sachen reden, die irgendwo in der Öffentlichkeit passieren. Ganz, ganz viele Straftaten werden aber natürlich nicht in der Öffentlichkeit begangen. Das heißt, diese Verdrängungseffekte, die wir haben, und das ist halt hier auch wichtig, das riskieren wir dann, das können wir nicht wissen, ob die nicht auch in die privaten Sphären abrutschen, sozusagen. Also wenn du vor einem bestimmten Lokal eine Kamera hast, aber drinnen nicht, dann hast du darüber wieder keine Kontrolle. Und das führt ja dahin, zu dem, finde ich, zu dem richtigen Schluss, es gibt diese hundertprozentige Überwachungsdichte gar nicht. Und es gibt auch nicht die Möglichkeit, eine Überwachung durch Videoaufnahmen jedenfalls so zu gestalten, dass sie tatsächlich alles sieht und dass sie tatsächlich all diese Straftaten verhindern kann. Oder auch nur, das ist ja eigentlich das Wesentliche, entscheidend dazu beitragen kann, die zu senken. Und da muss man eigentlich schon davor dazwischen grätschen und sagen, wir sollten, das ist hoffnungslos, sich dahin bewegen zu wollen. Diese hundertprozentige Sicherheit haben wir sowieso nicht. Ne? Und die Möglichkeit, mit Videoüberwachungsstraftaten zu verhindern, ist, glaube ich, zusammenfassend so minimal, dass es den Aufwand und den Schaden, den wir dafür alle gesellschaftlich haben, nicht lohnen würde. Alles klar. Gibt es noch weitere Fragen? Dann habe ich, glaube ich, noch eine. Du bist ja Jurist. Und ich habe dunkel in Erinnerung und einige bestimmt hier noch, dass es im letzten Jahr, ich glaube doch im Jahr 2017, gab es Gesetzesveränderungen in Deutschland, die ganz lax gesagt Videoüberwachung vereinfacht haben. Kannst du das vielleicht nochmal erklären und weißt du, ob es dadurch schon empirisch mehr Videoüberwachung gibt oder du vielleicht aus deiner Anwaltspraxis was kennst? Ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst. Meinst du die private Videoüberwachung erleichtert? Oder sowohl bei privaten als auch bei öffentlichen Stellen. Ich will aufs neue BDSG hinaus und das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz. Nee, also das, genau. Dass das jetzt schon so einen konkreten Einschlag haben würde, würde ich sagen, ist nicht anzunehmen. Ja. Ich frage deswegen, weil die staatliche Überwachung ist ja dann davon nochmal getrennt. Also diese Regelungen, die beziehen sich ja vor allem darauf, wie man privat, also wenn es nicht um Straftaten und Gefahrenabwehr und sowas geht, Videoüberwachung machen darf. Und da ist es aber so, dass
nach wie vor das gar nicht geklärt ist, wie das Verhältnis ist von dem neuen BDSG und der neuen Datenschutzgrundverordnung und diesen Bereichsausnahmen, die es im Datenschutz dann eben früher schon gab zur Videoüberwachung. Ja, wie das sich genau, das wird dann spannend sein zu beobachten. Aber anknüpfend daran, die staatliche Videoüberwachung wird ja zum Beispiel in Deutschland durch die Polizeigesetze der Länder geregelt. Da steht dann also, wo die Polizei Videoüberwachung vornehmen darf, um die Gefahren abzuwehren und die Straftaten aufzuklären, die da stattfinden könnten. Und das ist was auch seit letztem Jahr ja gerade passiert. Ich weiß nicht, ob viele Leute diese Welle der neuen Polizeigesetze mitbekommen haben, aber in vielen dieser Polizeigesetze finden sich auch neue Regelungen zur Videoüberwachung, dass sie ausgeweitet werden darf, dass, ich weiß nicht, ob die Speicherfristen verlängert werden, aber dass es vor allem darum geht, die Situation, in denen man Video oder die Gründe, aus denen man Videoüberwachung anwenden darf, auszuweiten. Was meiner Meinung nach auch einen spürbaren Effekt haben dürfte. Das ist zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen so. Ich weiß nicht, wo sonst noch. Alles klar. Wir nehmen noch eine letzte Frage und dann entlassen wir dich aus dem Kreuzverhör. Ist bei den Nachforschungen irgendwo aufgefallen, ob eine Speicherfristverlängerung was bringt oder auch nicht? Und wenn ja, welche Effekte es haben könnte? Gute Frage. Ob die Verlängerung der Speicherfrist was bringt? Nee. Weiß ich nicht, ob das spezifisch erforscht wurde. Ja, es ist allerdings so, dass dieser Effekt, den du hast, also dass zum Beispiel die Aufzeichnungen nicht nur einen Tag, sondern zwei Tage lang gespeichert werden, der setzt ja gar nicht an dem entscheidenden Problem an. Also wenn dein Problem ist, dass du die Menge der Daten nicht auswerten kannst, dann ist den Menschen dadurch nicht geholfen, dass du jetzt doppelt so viele Daten hast oder die Daten doppelt so lange. Andererseits ist es so, dass die Probleme meistens nicht waren, also das bedeutet ja, die Speicherfrist ist dafür relevant, dass du eine Straftat hast oder irgendeine Situation, an die du im Nachhinein ran möchtest. Ja. Und das ist ja schon mal ein sehr kleiner, eingegrenzter Bereich. Das Problem war da eigentlich derzeit noch nicht, dass du dann zu spät an die Daten rankommst. Das macht die Polizei eigentlich meistens relativ schnell, dass sie da nachfragt oder dass sie die Sachen selber auswertet und dass es dann anguckt. Wenn du aber eine Tat erst Monate danach aufklärst, ja, dann ist diese Veränderung von ein oder zwei Tage auch nichts mehr. Und dass man jetzt diese Daten jahrelang speichert, das wäre eine ganz andere Frage und das ist ja zurzeit auch nicht so. Alles klar, vielen Dank. Jetzt aber wirklich die allerletzte Frage. Ich habe mal eine Frage zu, Sie hatten ja vorhin kurz angesprochen, dass die Polizeigesetze und die Diskussion die Änderung der Polizeigesetze jetzt auch hat, was Nordrhein-Westfalen, aber auch was jetzt in Bayern irgendwie halt zur Sprache kommt. Da geht es ja auch darum, dass man irgendwie Haftstrafen, also eine Haft irgendwie ohne hinreichenden Tatverdacht irgendwie halt genehmigen möchte oder halt irgendwie zulassen möchte, in den künftigen Polizeigesetzen mit irgendwie aufnehmen möchte. Wie ist denn das eigentlich? Wir haben das halt mit dem hinreichenden Tatverdacht, wenn man irgendwie bestraft werden soll, dann muss ja ein hinreichender Tatverdacht da sein. Ich sehe das ein bisschen problematisch, weil früher hat man ja auch auf der juristischen Ebene auch ein bisschen die Diskussion gehabt, ob man irgendwie schon bestrafen kann, wenn man darüber nachdenkt, dass man halt eine Straftat irgendwie halt begehen möchte. Und wie das aussieht eigentlich bei der Videoüberwachung, wenn man, wie das dann gekoppelt werden soll mit der Videoüberwachung, insbesondere halt mit dieser neuen Art von Videoüberwachung, wie das dann irgendwie gehandhabt werden soll und was genau für eine Verknüpfungs... Also ich finde das einen ganz, ganz entscheidenden Punkt. Die Frage, also da sind ein paar Sachen so ein bisschen durcheinander mit den Polizeigesetzen. Ganz kurz, die Polizeigesetze der Länder werden gerade in jedem Bundesland reformiert. Das passiert überall, nicht nur in Bayern und Nordrhein-Westfalen. Im Prinzip auf die gleiche Art. Und es geht da nie um Straftaten, es geht immer um Gefahren. Das ist so ein ganz abstrakter Begriff. Es geht immer um Sachen, die in der Zukunft passieren und abgewehrt werden müssen. Das heißt, ein Straftatenverdacht ist im Polizeirecht nie erforderlich gewesen. Genau das, sagst du ja ganz richtig, macht aber diese Maßnahmen so problematisch, weil die polizeirechtlichen Maßnahmen daran angreifen, an eine Prognose, die Polizei stellt, über die Zukunft, was in der Zukunft passieren wird. Und diese Prognose wird zurzeit aufgeweicht. Das ist eben in Bayern und in den Gesetzen, in denen es schon drin steht, schon passiert. Das geht jetzt also leichter. Und genau diese Sachen, meiner Meinung nach, intelligente Videoüberwachung und sowas, können dazu führen, dass hier, das kann in diese Prognosen nämlich mit einfließen. Und das führt dann irgendwann dazu, dass du, das meinte ich mit diesen Risiken, das ist immer mein Thema mit denen, wenn du die Risiken rausanalysiert hast und dann sagst du bei den Menschen, da sind jetzt diese und jene Faktoren da drin, ne, dann setzt du so weit vorher an bei den Menschen und sagst, der ist jetzt objektiv ein Risiko und damit eine Gefahr, dass der noch gar nicht wusste,
dass er eine Gefahr ist und bald eine Straftat begehen wird oder so. Ja? Und trotzdem kannst du schon ansetzen. Das ist also genau das Problem. Und das, finde ich, ist auch das Unheimliche, weswegen es so wichtig ist, sich dafür einzusetzen, dass diese Änderungen nicht so über die Bühne gehen. Alles klar. Vielen Dank, Benjamin.